Der Immo-Coach. Hallo zusammen. Der Immo-Coach interviewt nicht nur, sondern wird auch interviewt. Heute bekommen wir Besuch bei uns im Büro und ich soll etwas zur Lage der Nation erzählen. Nein, Spaß beiseite. In der Tat bekommen wir gleich Besuch bei uns ins Büro. Das ist so eine Lokalzeitschrift, die eben auch so eine lokale Webseite eben auch hat mit Informationen, Mehrwert für die Anwohner, für die Stadtbezirkbewohner. Und wir sollen als Hakan Zitak bzw. Zitak Immobilien als lokal arbeitender Makler hierzu interviewt werden. Das Thema ist natürlich der Immobilienmarkt im Kölner Norden, wo unser Tätigkeitsbereich dann eben auch ist. Und hier sollen wir dann eben auch Trends, Zahlen, Daten, Fakten dann eben auch etwas dazu erzählen und unser Statement dazu abgeben. Ich bin gespannt auf das Interview, auf die Fragen. Und werde wie gehabt natürlich hier auch einen kleinen Film zu schneiden und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ab ins Büro. Wir warten auf unseren Gast und das Interview geht dann gleich los. Das kleine Equipment technisch. Das ist der Trend, ne? Ja, und bin da eben auch sehr, sehr portabel dann eben auch damit und definitiv ist es dann eben auch einfacher. Ja, über Sie habe ich mich auch jetzt im Vorfeld informiert und es ist mal ganz einfach, Sie sind präsent. Mhm. Auch in Social Media, im Internet, auch jetzt, wenn man sich das anschaut, ist alle Auszeichnungen in den Broschüren. Dennoch bleiben viele Fragen. Grundsätzlich, Sie sind der Fachmann, sage ich jetzt mal, jetzt auch anerkannter Fachmann für den Kölner Norden, weil ich von anderen auch Kolleginnen von Ihnen auch jetzt diese Meinung gehört habe. Welche Unterschiede gibt es? Gibt es überhaupt welche Unterschiede zwischen, zwischen dem Wohnungsmarkt im Kölner Norden und ich sag's mal die Innenstadt oder den Kölner Süden? Definitiv. Also im Prinzip ist es so, der Kölner Norden ist bei weitem noch nicht so beliebt, wie es in der Innenstadt oder Kölner Süden ist. Aber das gilt eben nicht für alle Stadtteile. Da gibt es eben auch gravierende Unterschiede im Kölner Norden. Da muss ich leider eben auch zu sagen, insbesondere der Stadtteil Korweiler selbst hat den geringsten Status. Ne? Also der Stadtteil Korweiler hat dann insbesondere eben auch ein ganz großes Imageproblem. Ne? Also das mit den Hochhauskulissen etc. Das waren zwar in den 60er, 70er Jahren, als das dann eben auch hochgebaut worden ist sozusagen von der Politik und von den großen Wohnungsgesellschaften als das Allheilmittel, als Wohnraum für die Menschen dann immer zu schaffen. 100.000 Personen. Ne? Genau. Das ist aber nicht so ganz genau gewirkt. Ne? Und im Prinzip ist das dann eben auch solche Stadtteile, wo man eben auch günstiger anmieten kann und einfacher diese Wohnungen dann eben auch haben kann, prädestiniert dafür, dass es dann eben auch als Zuzugszone Nummer 1 dann eben auch gibt. Ne? Also im Prinzip, wenn jemand extern ist, also aus einer anderen Stadt, aus einem anderen Land dann eben auch nach Köln kommt, meistens ziehen diese, weil der Wohnraum dort ein bisschen günstiger ist, dahin. Ne? Und viele haben zwar vielleicht auch eine gute Ausbildung im Heimatland, wie zum Beispiel bei den Flüchtlingen, die aber hier in Deutschland dann eben auch nicht anerkannt sind. Ne? Also bekommen die zwangsläufig eben auch keinen Job. Und dann muss das Amt dann eben auch dafür ankommen und dann gibt es große Wohngesellschaften, die das dann eben mit öffentlich geförderten Wohnraum dann eben auch, wo man auch die Chance dann eben auch bekommt, so eine Wohnung zu ergattern. Ne? Dann gibt es natürlich noch die anderen Menschen, die haben leider eine ganz andere Wendung dann eben auch genommen. Ne? Also die haben dann aus Prinzip keine Lust zu arbeiten oder bekommen überhaupt gar keine Chance mehr. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo es zu Schwierigkeiten dann eben auch kommt, auch so einen Stadtteil aufwerten zu können. Da kann man noch so viele Maßnahmen dann eben auch machen. Natürlich muss man, darf man das nicht aufgeben, ne? Aber wenn zum Beispiel so das äußere Erscheinungsbild, zum Beispiel dieser Häuser, schon ein bisschen marode wirkt,
Man könnte sich vorstellen, dass ein Akademiker oder ein Gutverdiener da nicht unbedingt wohnen möchte. Ja, weil gleich und gleich gesellt sich da eben auch gern. Und da gibt es dann eben auch interessante Studien. Mhm. Zum Beispiel vom Sinus-Institut. Wohnmilieus nennt sich das. Ja. Und da kann man eben auch sehr gut sehen, dass tatsächlich Gutverdiener mit Hartz-IV-Empfängern nicht so kompatibel dann eben auch sind, was die direkte Nachbarschaft dann eben auch angeht. Mhm. Und deswegen ist es dann eben auch schwierig, also im Prinzip muss man viel weiter in die Vergangenheit gehen oder das Fundament, das jobmäßig und verdienstmäßig muss das erstmal aufgefangen werden, bevor man so eine Wohngegend dann eben auch durch andere Maßnahmen aufwerten kann. Sind wir schon beim Thema, jetzt brechen wir ein bisschen noch tiefer unter und Unterschiede innerhalb des Bezirks. Das sind jetzt, wenn ich mich richtig entsinne, 18 Veedel, das sind Stadtteile und die unterschiedlich nicht sein können. Wenn man jetzt einige Dörfer, die später eingemeint worden sind, in Betracht zieht und davor haben wir Seeberg, Korwalle, Korwalle, und Blumberg, die relativ neu sind, aber auch neben dann Füllingen, was als ein relativ respektabler Ort gilt. Gibt es welche Unterschiede gibt es da innerhalb, was in Bezug auf Wohnen, auf Immobilien, sag genau, ich mal. Genau. Preise, Status? Also im Prinzip würde ich dann in der Skala im Kölner Norden, im Stadtbezirk Korwalle gibt es ja 12 Stadtteile. Ne? 12 Stadtteile. Ja. Und wenn man eine Skala 1 bis 12 dann eben auch da annehmen würde, dann ist wieder der Stadtteil Korweiler ganz unten, ne? Also auf der Rangliste Nummer 12. Und im Prinzip ist es so, dass auf der gegengesetzten Richtung, auf dem höchsten Level, aktuell Füllingen steht. Und alles andere, alle anderen Stadtteile stehen dazwischen. Ne? Und das spiegelt natürlich eben auch die Immobilienpreise wider. Ja, also das zumindest, was man als Laie, als Immobilieninteressent oder Privatverkäufer oder Vermieter dann eben auch online sieht. Ne? Das ist eine ganz andere Geschichte. Da sieht man nur diese Angebotspreise. Und ich lege mal sehr großen Wert darauf, dass wir die tatsächlichen Verkaufspreise oder die tatsächlichen Vermietungspreise dann eben auch wiedergeben. Und demzufolge, ja, wir haben natürlich mehrere Datenbanken, wo wir uns dann eben auch bedienen können, auch eine eigene Datenbank. Und aber letztendlich vergleichen wir immer, rückwirkend können wir das natürlich immer betrachten, mit dem Gutachterausschuss der Stadt Köln. Wie waren die Angebotspreise? Wie waren die tatsächlichen Verkaufspreise? Und da gibt es dann schon teilweise gewaltige Unterschiede. Ne? Durch die aktuelle Immobilienkrise, gerade in Köln, hat man den Eindruck, dass das Angebot auf dem Markt deutlich geschrumpft ist, egal ob es Kölner Norden oder Innenstadt ist. Ist es tatsächlich so, dass die Wohnungen so oder Häuser so begehrt sind, dass sie innerhalb von weniger Zeit weg sind sofort? Hat man doch immer noch eine Chance da, was Vernünftiges zu kaufen? Ich habe da eine andere Theorie. Ja. Und zwar meine eigenen Beobachtungen. Weil das, was die Medien immer von sich geben, ich verlasse mich nicht darauf. Ich verlasse mich lieber auf meine eigenen Statistiken, auf meine eigenen Beobachtungen. Und meine Beobachtung ist, der große Immobilienboom, der hat nachgelassen. Herzlichen Dank. Ja, danke. Das Interview ist nun vorbei. War ein sehr interessantes Interview mit einer Gesamtlänge von einer sehr guten Stunde. Und wir sind jetzt auch eine interessante Kooperation eingegangen. Ich stelle einen monatlichen Blog, einen Expertenblog zur Verfügung, wo dann eben auch meine Artikel als Hakan Zitag bzw. Zitag Immobilien für den Kölner Norden zum Thema Vermietung oder eben auch Verkauf dort veröffentlicht wird und somit natürlich eben auch ihren Lesern einen Mehrwert angeboten wird und zeitgleich natürlich auch ein bisschen Marketing für mich und mein Maklerunternehmen. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Bis zum nächsten Video. Der Immercoach Hakan Zitag, beziehungsweise hier in diesem Fall auch von Zitag Immobilien. Der Immocoach.